Die Politiker diskutieren die Rente mit 63. Aber was bedeutet sie eigentlich für Unternehmer wie Ulrich? Das Wichtigste für Ulrichs Unternehmen sind seine Mitarbeiter. Rolf ist ein besonders wichtiger Mitarbeiter. Er arbeitet schon seit 45 Jahren in Ulrichs Unternehmen. Rolf kennt sich aus. Er hat ein großes Fachwissen und niemand macht ihm so schnell etwas vor. Rolf feiert bald seinen 63. Geburtstag und könnte dann, sobald das Rentengesetz kommt, sofort nach Hause fahren und in Rente gehen. Und das kann nicht nur Rolf, sondern das können auch viele weitere Mitarbeiter. Denn Ulrich hat nicht nur auf junge Menschen gesetzt, sondern auch Älteren eine Chance gegeben und viel dafür getan, sie dauerhaft zu halten. Nun wird er dafür bestraft. Natürlich versteht Ulrich, dass Mitarbeiter, die körperlich hart arbeiten, früh in Rente gehen. Doch dafür gibt es schon heute viele Möglichkeiten. Er versteht daher nicht, warum jetzt alle erfahrenen, auch völlig fitte Leute früh in Rente geschickt werden. Vor allem macht es keinen Sinn, da wir immer älter und immer weniger in Deutschland werden. Die Rente mit 67 ging schon in die richtige Richtung. Und nun diese Rolle rückwärts. Ulrich ist sehr besorgt. Durch die Rente mit 63 gehen seinem Unternehmen wichtige Fachkräfte früher als gedacht verloren. Und die sind gar nicht so schnell und leicht zu ersetzen. So kann er nur schwer im Wettbewerb bestehen und nur schwer sein Unternehmen auf Erfolgskurs halten. Und das, weil ihm Frau Nahles und die Große Koalition mit der Rente mit 63 die Mitarbeiter klaut. Weitere Informationen finden Sie unter www.familienunternehmer.eu.